Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War 3 Kingdoms. Ja, wir haben hier schöne Sachen. ja, ich muss mal dann überlegen wegen weiterer Expansion. Mit denen hier muss ich mich mal unterhalten. Den Hannes hier, Handel? Gebiethandel? Ich hätte ziemlich gern dieses Gebiet hier. Das Doofe ist, ich gebe nichts. Also ich sage jetzt mal hier, den Tempel, das ist echt wirklich ein bisschen komisch. Das ist die Region da und mir fehlt ja da nur noch wirklich der Tempel. Dann ist da bei mir alles super duper happy. Bestätigen, den Tempel. Was willst du? Ja gut, das bringt mir dann nichts, Junge. Das können wir mal vergessen. Dann zahlst du mich zwar 590, aber... Nee, Zahlung leisten. Wie viel müsste ich Ihnen da zahlen? Mach mal hier. Fehlt immer noch was. Mann. Okay, dann können wir das noch nicht machen. Ach, unsere Mission ist ja eigentlich, den da auch zu vernichten. Da, Mann, dann können wir das nicht machen. Schauen wir mal kurz unsere Sache hier durch. Also, das da gehört uns alles. Dann hier gehört uns auch alles. Also, wir haben alle Gebiete geeint, sozusagen. Ich mache jetzt erstmal nochmal nächste Runde. Erstmal nächste Runde nochmal machen. Wir haben jetzt alles geeint, also alles gehört. Zusammen, ja, unnötigen Konflikt. Junge, kusch, geh weg. Macht zwar pro Runde nicht so viel Geld wie andere hier in dem Game, aber... Junge. Da muss ich doch dann Frieden machen. Weil das ist doch der böse Moloch, oder nicht? Das wird kurz. Arm und Arm. Ich glaube, mit dem muss ich mich trotzdem mal wegen Frieden unterhalten, weil ich habe jetzt ja keine Lust, dass der mich da hier meine Sachen wegböllert. Ich mache mal spaßeshalber. Minus 16, aber boah, dann haben wir hier wirklich eine kleine regionale Stadt. Das wäre wirklich... plus 6 Nahrung machen wir hier noch. Minus 16. Das würde dann genau aufgebraucht werden. Mach ich mal das spaßeshalber. Und jetzt muss ich mal schauen. Weil ich will da jetzt nicht, dass der mich da irgendwas bringt. Das zum Laufen. Was wollt ihr? Genau, Junge. Genau. Nee. Können wir irgendwie was anderes machen, Junge? Was soll man? 58. Da will dieses Kacklein. Warum wollt ihr mal mein Land? Nee, das wollte ich auch nicht machen. Kann der da einfach direkt da angreifen? Ich hoffe nicht. Also ich mach mal kurz einen Test, okay? Speicher hier mal kurz, ja. Test. Wenn der mich jetzt da einfach angreifen kann, ist es blöd. Na? Dann ist es gewaltig doof. Aber dann muss ich da was anderes dagegen machen. Junge, marschier mal erstmal ein paar Schritte nach oben. Da ist der Kaiser. Moment. Wie mache ich das am doofesten? Vor allem, wie ist es am schlauesten, wenn man sich expandieren kann? Weil der hier ist unser Freund, ne? Aber der hat viel blödes Zeug verloren. Also, na, der ist da aufgesplittet. Das ist wirklich doof. Eisenmines. Also, am besten würde es mir gefallen... Sage ich leider, wenn wir unseren Nachbarn hier kaputt machen.
Wir müssen... Ich kann da halt leider nichts machen. Ich will da auch nicht das Land verlieren. Wir müssen jetzt kurz mal mit Terroristen verhandeln. Das gibt's nicht. Mein oberstes Gebot ist doch eigentlich, verhandel nicht mit Terroristen. Frieden, Junge. Ach nein. Das ärgert mich jetzt hier. Geht es auch ohne ein Land zu geben? Okay, mal machen wir mal hier spaßeshalber 2, 1, 2, 3, weil das werde ich da unten wahrscheinlich nicht halten können. Einmal 4.000. Nahrungsmittel. Hier mäßige Zahlung bitten. Handel. Bestätigen. Okay. Das Ding ist, diese blöden Waffen hier, ne? Ich kann meinen Charakter eh nicht machen. Ich tu dir mal den da, die geben. Bestätigen. Plus 15. Geld weg. Plus 6. Alter, den gebe ich einfach nur die Sachen hier. Plus 7, plus 7, plus 7. Einmal hier 4,5 weg. Okay, 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 okay. Wie geht den jetzt einfach Müll? Wo wir hier nicht brauchen. Minus 6 Wissen ist nicht geil. Was macht denn beides weg? Minus 9 und Ding. Einmal. Handel? Handel. Bestätigen. Das sind die beiden 4,5er, also die nicht so wertvollen. Okay, wenn ich jetzt hier eins wegmache. Nee. Doof. Handel. Moment, Moment, das kriegen wir. Das kriegen wir sogar gut hin. Das heißt, ich mache jetzt ja auch erstmal. Wir geben den jetzt einfach Müll. Wir geben den Müll. Der sieht es zwar als wertvoll an, aber für mich ist das Müll. Optimal, wir schenken. Mann, bin ich fies, weil der kann direkt angreifen, weil es eine Hafenstadt ist. Das ist das Doofe. Yeah. Oder, ja. Das ist wirklich das Doofe und meine Truppen können es niemals standhalten. Wir haben zwar da unten schon mal eine Schlacht gehabt, wo wir gut halten konnten, aber das, ups, das will ich nicht. Das wird diesen groß. Sturm werden wir nicht aushalten. Frieden mit Unterstützung. Dann gebe ich halt einfach mal, der ist besser in meinen Augen. Hier den da, Handel 1, so, bestätigen, immer noch minus 5. Ja, aber der will halt immer, wir geben dir einfach jetzt einen Müll hier. Heißt, wir geben einfach das da Handel und das da Handel, weil, bestätigen. Minus 0,5. Oh, Zahlung leisten. Du, 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 du. Ja. 210 vielleicht. Jo. Ja, wir geben uns jetzt da den ganzen Müll einfach hier, Frieden. Ja! Mann, bin ich ein böser Mensch. Bin ich böse. Klar, jetzt könnte man sagen, ey, du Moloch, die Sachen da sind recht wertvoll. Und ich sage einfach, die kann ich bei keinen ausrüsten von meinen Generälen. Das ist Müll in meinen Augen. Dann schenken wir den Müll. Er freut sich. Ich freue mich auch, weil der dann nicht hier reinböllert. Und ja, ich mache jetzt dann nach da oben und nächste Runde. Ist das geil? Ist das geil? Aber hat er einfach Müll gegeben. Einfach Müll. Hätte ich das schon früher gewusst, hätte ich die anderen Konflikte auch so gelöst. Ist das geil. Wumpi, jetzt kriegen wir Geld wieder. Schließen, schließen. Ui. Okay. Optimal, optimal. Na, 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 na.
Wir marschieren aber nach oben trotzdem immer noch. Können auch beziehungsweise auch zweimal ein bisschen normal laufen. Wupp. Dass wir hier ein bisschen noch Regeneration haben für unsere Leute. Ah, ist das schön. Ich finde es trotzdem irgendwie geil. Hier, das kann ich auch mal machen. Das ist echt geil. Jetzt Diplomatie. Haben wir doch eigentlich nur einen Feind. Hier, die Zeng Chang Ching Ching Tante. Brüten? Ein bisschen Geld? Ne? Ja, hab ja jetzt ein bisschen gezahlt auch, ne? Ein Tausender? Oh, wow, ein Tausender ein bisschen so viel. Vielleicht 800? 800 hätte ich immer noch schöner. Ah! 780? Ah, ein bisschen zu viel. Ja, so. 97. Wunderbar. Frieden. Katsching. Haben wir wieder ein Plus gemacht. Ah, so muss man denken. Wirtschaftlich. Ich mache so ein Geld mit meinen Nachbarn. Das ist unglaublich. Speichern. Ich mache so ein Geld. Das ist doch so schön. Gut. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt hier die rechte Flanke hier einfach komplett erobern werde oder wo ich jetzt durch. Seid gegrüßt, ja. Minus 10 Essen. Junge, du hast Probleme. Plus 46, plus 56. Der mag uns mehr. Also würde ich sagen, lassen wir den erstmal. Ha? Der da mag uns auch. Alter, der mag uns ja derbe super. Okay, Moment. So, muss ich das sehen. Ich war jetzt in der falschen Ansicht. Wer mag uns denn? Also, nicht Angriffspakt, aber die mögen uns nicht. Der hier mag uns nicht. Wo ist der? Da hinten irgendwo. Okay, weil nicht, dass ich hier trug. Falsches Bild hier mache. Huch, Moment. Diplomatie. So, 65. Der mag uns nicht so. Der Dongming. Der Dongming. Der ist in der Koalition, der mag uns halbwegs. Nicht Angriffspakt. Die mag uns auch nicht. 47, also warte mal. Das ist Lubai, das ist der rechte. 65. Wo ist es dann unser Harry? Wo wir vernichten sollen? wo ist denn der hier? 46, also der mag uns nicht so ganz so dolle. Mit Lubai. Ich weiß nicht, weil wir müssen den da oben müssen wir eh mal ein bisschen klein kriegen. Wenn wir verhandeln, mal kurz. Willkommen, Freund. Vasallen? Zum Vasallen machen? Niemals. Okay. ja, genau, wir werden Vasallen. So sehe ich aus. Diplomatisch abhören, manipulieren. Können wir auch nichts machen. Das ist. Der mag uns auch überhaupt nicht. Der da geht, der Hans da oben. Aber den müssten wir dann auch demnächst vernichten. Aus dem folgenden Grund, weil ich das da haben will. Ich will diese Stadt hier haben, weil dann sind wir an zwei Flüssen, wo wir uns gut verteidigen können. Der da mag uns noch recht gut. Mit seinem lustiges Reich. Aber dass uns der so mag, der, das hätte ich jetzt nicht gedacht. 47, Alter, 47? Der da hinten, verhandeln, Junge. Willkommen, tretet ein. Niemals. Diplomatische Abkommen, manipulieren, nee. Okay, der mag uns auch gut. Also, bei unserer Mission heißt ja eigentlich, Fraktionsrat ignoriere ich jetzt mal hier. Ah, nee. Wo waren das?
Irgendwo hatte ich die Mission. Irgendwo war die... Stand die? Und Mission in hier. Bla 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 bla. Herzog, okay, das ist das Ding. Und hier steht ja... Zerstören Folgenfraktion. Unser großer Nachbar. Yuan Shao. Und das ist ja normalerweise der Yuan Shao. Welch Freude, euch zu sehen. Hast du ein bisschen Bock, Bündnisse? Mit der übergehen lassen. Das kann ich nicht machen. Aus Koalition entfernen. Das müssen wir, glaube ich, machen. Weil ich will sie nicht gern verlassen, die Koalition. Gebietenhandel. Willst du mich umkämpft? Das ist hier. Was ist das hier? ich spreche das gar nicht alles aus. Das da. Bestätigen. 41. Aber das bringt hier wieder recht viel, ne? Ja, ich erober das einfach, Junge. Ich mache ja jetzt hier ein paar Schritte. Weil wir müssen uns eh nach oben expandieren. Das heißt, ich mache jetzt hier ein paar Schrittchen. Diplomatie. Sorry, dass ich hier zu viel diplomatisch mache, aber... Verhandeln. Bündnisse. Dieser Kategorie. Okay. Wir müssen jetzt den da hier rausbekommen. Weil der hat nicht so ein großes Reich wie wir, aber... Bündnisse. Man schau aus der Koalition entfernen. Minus 9,3. Kann ich nie. Verhandelt mit Verbündete. Wo ist das? Changyang. Wo ist denn der Changyang, man? Das ist doof, dass wir alles gleich ein Mitstimmungsrecht haben, aber Changyang. Chang. Wo ist denn der? Da, ja, hier. Wir reden miteinander. Bündnisse. Da oben ist er. So ein militärisches Bündnis. Theoretisch kann ich den rausschmeißen. Aber das wollen die natürlich nicht. Das kann ich nie machen. Deswegen, manipulierende Fraktion. Ihre Einstellung zu einer anderen Fraktion zu euch. Also könnte ich theoretisch zu einer anderen Fraktion. Also, Moment, wie ich das jetzt verstanden habe. Manipuliert diese Fraktion mit der Glaubwürdigkeit und verschlechtert ihr. Einstellung zu einer anderen Fraktion zu euch. Also wenn ich jetzt das da mache. Ah, nee. Moment. Da steht so. Verschlechtert ihre Einstellung zu einer anderen Fraktion oder zu euch. Das Ding ist, normalerweise wäre es das Beste, wenn wir zwei Partner haben wir da oben nur noch. Es wäre das Beste, wenn wir die Koalition verlassen, ganz ehrlich. Bringt uns nichts mehr. Und deswegen, wo ist er denn? Wo ist er denn, unser Hans? Hier ist er. Verhandeln, willkommen, Bündnisse, Freund. Koalition verlassen. Ein enttäuschendes Omen. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Jetzt ist er natürlich ein bisschen angepisst, aber ich muss diesen Schritt tun. Dann brauchen wir Verbündete. Schritt Nummer 2. Das heißt, der Lubai Hans, der mag uns ja recht, normalerweise. Der, da ist ja richtig einer eingeschnappt.
Ah, jetzt, warte, Moment. Hast du uns, nee, Lubei mag uns, Lubei mag uns. Aber der Hansi, der ist richtig eingeschnappt. Verhandeln. Frohe Kunde. Bündnisse. Meine kann man Koalition bitten. Okay. Wie gewohnt. Wie gewohnt, okay. Jetzt haben wir hier Lubei, Hong Wong, den da hinten, wunderbar. Und die Tante da oben. Okay, die Tante da oben ist nicht so, aber das ist gut. Also haben wir den ganzen Westblock, nee, Ostblock auf unserer Seite. Den Ostblock. Den Ostblock. Ah, mal speichern. Wir haben den Ostblock auf unserer Seite. Yay. Okay, dann können wir bald mal mit Krieg und so beginnen. Da meine Armee zieht dann nach da oben und dann können wir hier mit denen reinrödeln. Ich denke, wir könnten es gut mit unseren Koalitionspartnern schaffen. Lubei, verhandeln. Frohe Kunde für euch. Handel Lubei. Ah ja, mit den anderen haben wir nicht mal Handel gemacht. Bündnisse in ein militärisches Bündnis übergehen lassen. Lubei würde sagen ja, die beiden würden sagen nein. Scheiß mit Stimmungsrecht. Okay, ist ja auch frisch hier alles. Dann, Reformen. Nahrungsproduktion, Nachschub. Handel aus Industrie mache ich mal. Wir brauchen mal ein bisschen Geld wieder. Lubei. Wunderbar. Wunderbar. Weil die Koalition, die da oben über unser Angebot, die über bringt uns wirklich danach. Nichts. Nein. Wir ziehen es zurück. Okay, dann Rat einberufen mal. Yuan Kanzlei, okay. Getreidelager schon wieder. Siedlungsverwaltung. Okay, die Siedlungsverwaltung kriegen wir auf jeden Fall. Hier, was ist hier? Erneuert die Autorität. Was ist jetzt? Achso, Aktionspunkte verfügbar. Achso. Ja, ein bisschen schneller marschieren könnten wir schon. Dass sie hier hoch langsam kommen. Schnellste Weg geht dadurch trotzdem. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gemeinsam. Dran, 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 dran. Blub. Ich fühle mich wie neu geboren. Speichern. Der Speicher war da, 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 da. So, was jetzt nochmal? Starke Wirtschaft, Getreidelager, Yuan-Kanzlei und Siedlungsverwaltung. Eine Kanzlei. 3200, können wir das da bauen? Ich baue erstmal mal das. Ich mache jetzt mal nicht, was die da sagen. Nächste Runde. Wunderbar, Lubei. Weil... Schließt euch mir an und erlebt den Sieg. Krieg gegen... Da hinten. Ganz da hinten, gegen den. Hat er irgendwie noch Verbündete oder so? Gegen den da hinten. Gegen ganz den da hinten im Eck. So, Han. Vielleicht ist die uns dann besser gewogen. Han Sui. Ha? Gegen Han Sui. Han. Wo ist denn da unser lieber Han Sui? Da. Ma Teng. Ma Teng. Ma Teng. Der ist auch drin.
Okay, nehme ich an. Dann ist die uns vielleicht ein bisschen besser gewogen. Ist mir ja doch egal. Das ist mir egal, aber dann kriegen wir die langsam auf unserer Seite, die Leute. Fraktionsrat, was habe ich hier? Oh, Getreide. Oh, hier verbessern geht auch. Okay, da steht ja. Errichte ein Gebäude auf folgende Kette, Getreidelager. Und wir errichten es jetzt sozusagen auch, wenn wir das verbessern. Johann Verwaltungskanzlei wäre dann das nächste. Das Chaos bringt Helden hervor. Wunderbar. Da, speichern. Zu den Waffen. Zu den Waffen. Beseitigt Chaos. Fürchtet niemanden. Ja, das werde ich nicht schaffen mit Einzug wahrscheinlich. Okay, speichern. Der Speicherwahn. Diplomatie. Lubai. Willkommen. Hast du jetzt vielleicht mal Bock auf ein Winter? Super toll. Hä? Wieso? Euer wahrscheinlich Respektwertung, wenn ihr diese Aktion auswählt. Dauer 8 Runden. Ist uns verlassen. Wieso kriege ich hier minus Glaub? Warum kriege ich hier unglaubwürdig dann? Verrat zu begehen. Zu wehenden. Zu wehenden? Gewinnen! Verrat? Hä? Gegen wen habe ich denn jetzt Verrat? Warte ich mal noch eine Runde ab. Würde ich mal sagen. Nutzt diese Gelegenheit, bevor wir es uns anders überlegen. Okay. Wenn das alles ist. Katsching! Nur. Wir haben da echt nur Geld gemacht. Ah, ist das schön. Okay. Komme ich nicht ganz hin, okay. Wunderbar, unsere Stadt hier wird auch vergrößert. Eine Runde, boah, dann haben wir eine Barbo-Stadt, das ist schön. Speichern. So, jetzt nochmal Diplomatie. Lubai. Willkommen, Freund. Bündnisse. Abstimmung, Vorschlag. Warum bin ich dann unglaubwürdig? Gegen wen? Sieben Runden muss ich warten, bis ich hier dann. Ich habe ja gespeichert davor. So sei es. Ja, das finde ich blöd, ne? Das zählt. Okay, jetzt haben wir hier eine Macht. Seht euch das mal an. Das alles gehört hier zu uns. Das alles. Boah, der hier rödelt echt. Also, das links gehört denn ja auch alles bis nach da oben. Wir haben jetzt einen gewaltigen Machtblock. Koalition mit verlassen. Verlassen? Das ist richtig. Das ist richtig gut. Bündniskrieg. Jetzt haben wir hier Verbündete. Zwei starke Verbündete. Das ist gut. Verhandeln. Willkommen, Freund. Ist das schön. Schön. Sau. Und den da. Okay.
Okay, das war Schritt Nummer 1. Die kann ich wieder laufen lassen. Schritt Nummer 1. Na, 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 na. Abfall muss umgehend entfernt werden. Zwei Runden, das ist nicht so toll. Wenn ich da jetzt von der Seite hin rödel. Bereit für Eilmarsch. Müsste ich doch theoretisch schneller hinkommen, oder nicht? Jetzt einfach mal. Habe die da oben gleich wieder rausgeschmissen. Das ist so geil. Das ist so geil einfach. Schließt euch uns für diese gerechte Sache an. Krieg gegen Han Sui. Ah nee, Junge. Muss mir schon ein bisschen was Finanzielles bieten, ne? Klar hätte ich jetzt verhandeln können. Wir sind uns einig und sollten uns verbinden. Militärischen Zugang. Nee, Junge. Ja, militärisches Bündnis einladen. Nee, ich lehne das ab. Weil mein Harry wird es auch nicht ablehnen. Tut mir leid. Tut mir leid, wir können nicht jeden hier in unseren Boys Club reinlassen. ja. Ah, ich glaube, ich habe mich auch verschaut ein bisschen. Nee, doch, passt. Vollendet. Tiefen sich, wunderbar. Nur Willensschwache ersuchen Kompromisse. Ich komme dann direkt dahin, wunderbar. Oh, der Gegenschlag und es ist der Gegenschlag, das wird schon schön, lalalala. Boah, ist jetzt wieder aufgebaut, das ist so geil. Was müssen wir hier jetzt bauen? Starke Wirtschaft. Johann Verwaltungskanzlei. Habe ich hier nicht schon eine? Wie ging es dem Volk? Habe ich schon. Also kann ich die einfach ja aufbessern normalerweise. Wenn ich an den Häusern und Familien vorbeigehe, sehe ich die Zukunft Chinas. Das ist richtig, mein Freund. Zukunft Chinas. Anforderungen habe ich nicht. Mache ich das dann auch. Theoretisch könnte ich hier dann nochmal rekrutieren. Aber ich lasse es erstmal nochmal. Mal kurz speichern. Weil das wird jetzt ein gewaltiger Gegenschlag. Das wird ein gewaltiger Gegenschlag. Wie ging es dem Volk? Oder soll ich... Weil ich kann direkt theoretisch angreifen. Zieh mal meine Truppen hinten direkt hin mal. Dann machen wir hier noch eine Runde Pause. Und dann kommt der Angriff. Weil diese Stadt ist eine Schlüsselstellung, die wir unbedingt brauchen. Ohne diese Stadt kann unser Reich nicht mehr wachsen. Hey, 1500, das ist so krass. Oh, der macht ja eh ein bisschen Hack-Mack. Speichern. Wunderbar. Jetzt nochmal schauen kurz. Diplomatie. Wo ist er denn, unser kleiner eingeschnappte Leberwurst? Mit Hang Xing. Also mit dem, von dem ich die ganze Zeit Krieg mache. Okay. Gut. Das heißt. Junge! Wie könnt ihr es wagen, euer Gesicht zu zeigen? Oh, den Krieg erklären. Den Bündniskrieg. Oh, wollen beide nicht. Okay, aber es reicht ja, wenn ich gegen den kämpfe. Wie könnt ihr es wagen, euer Gesicht? Wir waren früher mal Freunde, ne? Aber. Ha? Hä? Wieso Verrat? Hä, was für ein Abkommen? Du bist doch kein Mitglied. Wir sind denn keine BTM, was? Der da und ich bin Sau. Wo sind denn unsere Koalition?
mangelt es an nichts. Hä? Glaubwürdigkeit 100 von 100, also irgendwas passt da nicht, weil wir da das aufgelöst haben. Keine Ahnung. Das war komisch. Richtig merkwürdig. Richtig merkwürdig. Speichern. Angriff. Was? Der hat die Stadt nicht weiter aufgebaut? Für China! Schlagt sie nieder! Metzelt sie nieder! Oh Gott, die kann ich ja einfach direkt. Na, kann ich delegieren eigentlich lassen? Weil das ist ja wirklich eine Minischlacht. Meine Strategie war unübertroffen. Übernehmen die Siedlung. Okay. Das ist ja wirklich nix hier. Unser Backup läuft gleich mal ein paar Meter hinter uns her. Der kann ja von der ganzen rechten Flanke eigentlich nicht mehr kommen. Wir hören zu. Ja. Und ich denke auch, das war's dann soweit von dieser wunderschönen Folge Total War 3 Kingdoms. Wir haben jetzt hier noch schön was erobert und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.